Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Gut, es gibt natürlich noch mehr Fahrzeughersteller. Hier sind wir hier schön bei Rosenbauer. Es wirkt auch alles super professionell und auch, ich muss sagen, auch schick. Ne? Schön beleuchtet, so Zierleisten, LED-Leisten. Jetzt haben wir die klassische, in Anführungszeichen, Drehleiter. Wollen wir fragen, wer uns da mal helfen kann. Hallo, guten Morgen. Drehleiter? Mit der Drehleiter. Hallo. Hallo. Der Kollege, der Drehleiter-Man, das ist der hier. André Willer oder Feuerwehr. Hallo, freut mich. Wir sind ganz kurz am Film machen, und zwar wollen wir kurz mal eure Fahrzeuge vorstellen. Und die Drehleiter würde mich mal ganz kurz interessieren. Können wir mal so mal hochfahren und das mal angucken? Natürlich gerne. Was ist das für eine? Eine L32A XS 3.0 auf einem MAN TGM 1592 Euro 5 Fahrgestell. AXS? AXS, richtig. A steht für Articulated, gelenkig, also beschreibt Gelenktechnologie bei der Leiter. XS für den, bedeutet extra small, der extra schmale Arbeitsbereich von der Leiter. Heißt Außenkante Fahrzeug, bis Vorderkante Farbs mal irgendwo bei 5,50 Meter von der Arbeit, vom engsten Arbeitsrad her. Okay. Die Maschine. Oh, cool. Ja, können wir mal gucken. Können wir mal gucken. Super. Bin ich ganz gespannt. Also, was hier auffällt, das Fahrzeug steht hier gerade so bewusst für die Messe so schräg, wie schräges Terrain aufgebaut. Ne? Das ist gerade vor Stütz hingefahren. Warum? Was wollt ihr zeigen? Also hier will ich jetzt darstellen, ich habe jetzt die Waagrecht-Senkrecht-Abstützung bei dem Fahrzeug genutzt, um bewusste Schräglage darzustellen. Speziell wenn man Unterflurarbeiten, Unterflurrettungen machen möchte, kann man hiermit dann einen Negativbereich seitens Aufrichtewinkel bis minus 25 Grad darstellen. Ach so, dass man runterkommt. Somit kommt man unter Niveau auf minus 8, minus 9 Meter etwa. Ach so, was ich U-Bahn, irgendwas so. Beispielsweise Baugrubenrettung, Wasserrettung aus irgendwelchen Flussläufen, Seen etc., wo man von der Brücke dann runterarbeiten könnte. Interessant. Man lernt nicht aus, ne? Super. Ich setze gerade korbseitig ab. Ja, super. Also, ja, auch so die Kleinigkeiten, ne? Wieder diese Lichtleiste. Schon gleich von der Bauweise. Für mich sieht das auch sehr massiv und gewaltig aus. Was ist das für die Leiter an sich? Ich bin ganz gespannt. Wir haben hier einen 500 Kilo 5-Personen-Korb. Ist auch unser Boden-Butter-Korb. Wir brauchen keinen anderen. Hat hier ein paar Vorteile bezüglich Möglichkeiten. Beispielsweise hier haben wir jetzt eine Festverrohrung bezüglich Wasser. Okay. Da haben wir uns die tragende Struktur vom Korb zweckentfremdet, um Wasser hochzuführen. Heißt, man muss keine formstabilen Schläuche mehr durch den Korb durchverlegen. Ja. Werfer kann auch permanent fest dranbleiben oder man könnte ihn auch demontieren. Des Weiteren. Ganz kurz, ich muss noch was fragen. Also hier, hier ist er. Ah, okay. Richtig. Man hat eine festverlegte Leitung in der Oberleiter. Ja. Und dann hinter muss man zwar immer noch klassischen B35 anschließen. Ja, okay. Aber ansonsten war es das. Also ich habe 35 und dann packen wir alles fest. Also wir sind den langen B-Schlauch, ne, der klassische Drehleiterschlauch, den brauchen wir natürlich nach wie vor, weil die Leiter ist natürlich lang. Was hier natürlich mir sofort auffällt ist, ihr kennt das ja normalerweise, habt ihr hier so einen Bogen und geht in die Körbe rein, da gibt es natürlich verschiedene Hersteller. Ist natürlich hier wirklich super gelöst, ne, fest verbaut. Das ist natürlich innovativ. Ja. Dann Thema halt Multifunktionalität vom Korb. Ja. Bisher war es ja immer so, dass man nur oben auf der Oberseite der Multifunktionssäule die Krankentragelagerung aufstecken kann. Mit wenigen Handgriffen hat man jetzt hier die komplette Korbfront geöffnet, die komplette Multifunktionssäule entnommen und somit kann man dann Krankentragelagerung unter aufstecken, Rollstuhlrampen beispielsweise, ja, genau. Rollstuhl-ähnliches. Oder Thema ausziehbare Plattformen. Haben wir zwar auch weiterhin immer noch ein Programm für den skandinavischen Raum, immer noch ein ganz gefragtes Bauteil. Jedoch sagen wir, braucht man eigentlich nicht mehr durch die komplett öffentliche Korbfront. Hat man hier jetzt die Möglichkeit, schon eine Arbeitsplattform direkt so darzustellen, ohne dass man irgendwelche zusätzliche Bauteile an den Korb dran baut.
Wir sind ja alle immer noch an die Regeln der Physik gebunden und heißt mehr Gewicht an der Leiterspitze heißt weniger Ausladung. Ja, genau. Hebelkraft können wir halt noch nicht außer Kraft setzen. Ja, klar. Aber das ist natürlich. Ja, das kann ich auch noch nicht. Super. Dann würde ich sagen, ich baue den Korb mal wieder zusammen. Und dann fahren wir mal noch rein. Ja. So. Viel Spaß. Ich will jetzt auch mal von unten kommen. Ich bin bewusst jetzt mal draußen wie aus dem Kopf, weil ich mal sehen wollte, wie die Leiter arbeitet. Also klar, man merkt schon, dass die Leiter immer so ein bisschen mehr ja, von der Statik anders ist, also ja, ein bisschen wackeliger ist. Ne, wackeliger definitiv nicht. Hier wichtiges Thema, gut, was ja jetzt gerade passiert durch das Schankeln links und rechts am Korb. Eine Leiter ist vom Profil her ein offenes U. Ein offenes U tendiert immer zu tartieren. Dann, wenn man ja, das Ganze so stabil wie möglich machen möchte, müsste man quasi oben einen Deckel drauf bauen, dann wären wir aber wieder bei einer Hubrettungsbühne. Genau. Somit, das meine ich mit der Statik. Ne? Also ja. Eine Leiter hat immer ein bisschen das. Aber ich war also total überrascht, als sie auch so hoch war, dass sie sehr, sehr, sehr stabil schien. Oder täuscht das? Also das ist schon. Wie gesagt, das Fahrzeug, ich bin eben noch mal rumgegangen. Also von der Beladung her, von den ganzen Technik, also das ist schon, da könnte Stolz drauf sein. Das ist echt gut geworden. Also seitens Beladung, was wir jetzt hier gemacht haben, soll rein eine Möglichkeit sein, was wir hier darstellen wollen über den Innenausbau. Die Vorführfahrzeuge bei uns sind schlicht und ergreifend mal standardmäßig so vom Ausbau her dargestellt, um einfach einige Möglichkeiten zu zeigen. Jedoch muss man sagen, bei jedem Fahrzeug, was kundenspezifisch dann gebaut wird, wird ein Innenausbaugespräch geführt und dann wird jedes Fahrzeug dementsprechend individuell ausgebaut. Ah, okay. Super. Ja, vielen Dank. Wir müssen zurück zum Stand. Vielen Dank für die Folge. Also war viel mehr Information, als ich sagte. Super toll. Viel Spaß noch auf der Messe. Und ja, wir gucken weiter. Okay, bis dann. Wir gucken weiter.